Oh. Ja, dann willkommen zurück, liebe Freunde. Das gucken, wie ich den Cut dann jetzt setze. Das war jetzt sehr zufällig. Das war eigentlich gerade eine Frustrationsaktion. Also lass mich kurz erklären. Ich habe im Internet geguckt, ja, aber ich habe nichts gefunden. Ich meine, das Spiel ist jetzt seit noch nicht mal einer Woche released. Da gibt es noch nicht so viele Informationen. Und jetzt bin ich einfach mal mit dem Wagen, ne, immer weiter klicken, immer schneller werden. Und dadurch habe ich die Kiste weggerammt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt hier mit unserem kleinen Wägelchen weiterfahren können. Blöpp. Okay, dass er da nicht durchkommt, ist mir irgendwie klar gewesen. Wir könnten jetzt ausprobieren, erstmal da vorne die Kiste wegzumachen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Vitalix, es bringt sehr wohl was. 11 Stück gibt es noch hier. Okay, nicht so viele wie in den anderen Bereichen. Und dann schätze ich mal, müssen wir den hier reinfahren. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? So geht's weiter. Wir können mit ihm nämlich dann hier drüber springen. Wir müssen nicht die Kiste wegmachen, wie anfangs vermutet. Alles klar, dann machen wir hier erstmal auf. Oh. Machen wir überhaupt gerade Schaden? Oh, ja, wir machen ihm Schaden. Okay, wir haben, ich glaube aber nicht, das war unser Freund hier, der Max. Das war mehr ein Ultra-Schattenwesen. Ja, sowas gibt es auch. Anweisung: Beim Befestigen von Maschinen auf der mobilen Basis bitte große Sorgfalt walten lassen. Bei der Verriegelung ist auf die richtige Ausrichtung zu achten, da eine fehlerhafte Verbindung von Ober- und Unterteilen zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Maschinen: Bohrer, Stats nach innen gerichtet zusammenbauen. Ramme, Stats nach außen gerichtet zusammenbauen. Lager, Stats nach außen gerichtet zusammenbauen. Okay, das wird wahrscheinlich noch von Relevanz sein. Wir können hier auf jeden Fall ein bisschen rumbasteln und dafür werden wir die Maschine brauchen. Ah, guck mal, er hat die Dinger hier weggemacht. Sehr freundlich. Machen wir doch gleich mal das Moped hier auch auf. Ich weiß gar nicht, was bringt das denn jetzt hier? Und da können wir wahrscheinlich dann die Dinger wegmachen. Hat ein bisschen Munition gekostet. Oh, das war die falsche Richtung. Ah, deswegen, ich verstehe jetzt auch, was es mit innen- und außengerichtet zusammenbauen bedeutet. Wahrscheinlich, wenn wir so rum zusammenbauen oder wenn wir so rum zusammenbauen. Ich hole mir mal eben schnell die hier noch rumliegende Pistolenmunition. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen was verschossen. Können ja sorgsam damit umgehen. Bin ich hier noch irgendwo was liegen?
Ich hoffe mal, dass in den Kisten, die hier noch rumliegen, nicht auch irgendwas drin gewesen ist. Guck mal eben. Da ist nichts drin. Okay. Wir sind hier soweit erstmal clean. Wen haben wir denn da? So, er wurde tödlich getroffen. Er ist weg. Und der vorne war auch schon weg, alles klar. Lassen haben die wahrscheinlich wieder nichts. Das ist ja sehr nett, dass ich die Munition gerade noch eingesammelt habe. Okay, wir haben jetzt scheinbar so eine Art Ramme, womit wir wahrscheinlich das Tor da vorne aufbekommen. Ansonsten wüsste ich auch nicht, was wir noch damit machen sollen. Oh, hier 5 HP. Wahrscheinlich dann nicht durch. Ja, dann Memento. Alles klar. Ich meine, hier ist ja auch nichts hinter. Aber die Frage, ob wir hier vielleicht noch was drin haben. Ich sehe hier nichts, wo, was sich lohnen würde aufzubrechen. Nicht irgendwie so eine gespachtelte Wand oder so, wo man sagt, na, da könnte vielleicht was sein. Aber gut. Wir werden wahrscheinlich gleich Bekanntschaft mit dem guten Max machen. Oh, hier sind sehr viele Züge. Und ich sehe schon, hier sind auch wieder unsere Experten unterwegs. Ich hätte gerne Sniper. Nein! Ich dachte, das wird ein Explosionsfass! Das war eins. Die 15 AP. Hier sind aber noch welche. Das Ding kann ich wahrscheinlich in die Luft jagen. Ich muss versuchen, die auf jeden Fall mit den Explosionsfässern in die Luft zu jagen. Das ist wieder so, eine, so ein Schieß. So, komm mal ran hier. Warum hat er jetzt super funktioniert? Komm mal. Nicht schummeln. Schummelt immer voll, indem er in die Waggons reinspringt. Okay, die Kisten lasse ich aber jetzt tatsächlich mal. Und AP kann ich jetzt mittlerweile nur gebrauchen. Ich hasse diese Schießviecher. Sch
Quizviecher sind das? So, Munition wäre mittlerweile übrigens wieder ganz nice. Was haben wir hier? Eine Batterie. Ganz brauche ich ganz bestimmt nicht. Ich glaube, da war Munition. Jawohl. Ah, oh, sehr schön. Ich gerade sehr gerne. Die mache ich mal kaputt, weil in den Kisten kann teilweise was drin sein. In diesem Fall leider nicht. Schade. Ich gehe den Bereich hier nochmal kurz ab. Für den Fall, dass hier nochmal irgendwo was liegt. Hier kann ich auch durch. Ach, du ahnst es nicht. Sogar zwei auf einmal, ja, nice! 140 HP kann ich jetzt mittlerweile aufnehmen. Plus 15 AP, das liegt unter den Schienen. Nicht, dass ich irgendwann vor denen fliehen muss, weil ich keine Munition mehr übrig habe. Gut. Notiz. Warnung, Betreten des östlichen Tunnels verboten. Todesgefahr. Die Statik ist bestenfalls fragwürdig, ganz zu schweigen von den diversen potenziell gefährlichen wilden Tieren, die sich im Laufe der Jahre dort angesiedelt haben. Wir werden vermutlich Jahre brauchen, bis wir diesen Tunnel wieder in Betrieb nehmen können. Bird. Bird! Mal eben kurz schauen. Guck mal, Pillen sind hier doch noch irgendwo. Hier drin. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Okay, das Ding ist offen. Irgendwie müssen wir da doch reinspringen können. Wahrscheinlich so ein Jump'n'Run, was wir hier wieder machen müssen, indem wir von einem Zug auf den anderen kommen. Aber ich weiß noch gerade nicht so recht, wie. Da müssen wir hier später die Züge noch... Kommen wir auf jeden Fall wieder raus auf diese Wand da hinten. Dass wir die Züge später noch umlenken. Ja, damit geht es ja offensichtlich nicht. Ich hasse es. Dort. Da hinten sind noch einige Sachen. Okay, hier scheint es also nur diesen einen zu geben. Ab und zu muss man halt mal wieder durchgucken. Ich höre auf jeden Fall noch welche. Okay, ich bin oben. Aber ich glaube nicht, dass ich von hier bis darüber springen kann, oder? Oh, doch kann ich. Oh! Ja! Ja! Fasslied, ja! Ich weiß nicht, ob das vom Spiel genauso vorgesehen war. Oder ob ich jetzt einfach nur wieder die Spielmechanik ausgenutzt habe, aber... Oh mein Gott. Gut, dann haben wir den mitgenommen.
schön. Ich glaube, ganz am Anfang war noch etwas Munition gewesen. Wieder da. Willkommen zurück. Im Fall der Fälle. Hangar. Ach nö. Essen und Batterien. Brauche ich gerade beides nicht. Wir sind jetzt gerade hier in dem Zugdepot. Alte Fabrik. Steinbruch. Östliche Eisenbahn. Wir kamen von hier unten, waren dann hier relativ lange da. Ich weiß noch nicht, ob wir heute alles schaffen werden. Aber natürlich unter der Woche ein bisschen weniger Zeit haben. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Deswegen nicht traurig sein, sollten wir zwischendurch einen Cut machen müssen. Momentan sieht es noch gut aus. Hier kommen wir runter. Ich schaue mich erst nochmal weiter um, bevor ich jetzt irgendwo runterspringe, wo ich nicht weiterkomme. Da kommen wir ganz offensichtlich nicht weiter. Gut, und hier, das waren Lebenspunkte, komme ich glaube ich auch nicht durch. Und selbst wenn, hier ist ein Zaun, hier ist, wahrscheinlich hier muss ich den Zug dafür wegfahren. Kann ich vielleicht hier wieder... Ich wünschte, man könnte einfach speichern. Ich weiß halt nicht, ob es gut ist, wenn ich jetzt hier einfach runterspringe. Jetzt unabhängig davon, ob es geht oder nicht. Das ist Bug-Using. Nein, das ist Ausnutzen der Spielmechanik. Bug-Using wäre etwas anderes. Das ist bestimmt nicht so vorgesehen. Ich glaube das nämlich auch und ich habe Angst, dass wenn wir da jetzt hinkommen in dieses Areal und das nicht so vorgesehen wurde, dass wir am Ende nicht mehr rauskommen. Aber ich will nochmal eben schauen. Im Prinzip ist das nichts weiter als ein Darstellen der verschiedenen Möglichkeiten in dem Spiel. Ich meine, wir müssten eigentlich hier jederzeit wieder problemlos rauskommen. Okay, let's go. So, erstmal haben wir hier Scharfschützenmunition, Lebenspunkte und noch ein bisschen Batterie. Eine Signalpatrone nehme ich mit. Muss ich leider wegschießen, weil die hier so komische Ausdünstungen haben. Genauso wie die. Wahrscheinlich müssen wir hier später irgendwann fliehen und wir räumen jetzt gerade den ganzen Weg frei, damit wir es später richtig schön einfach haben. Ah, gucke mal. Wir müssen wahrscheinlich davor den Strom abschalten, damit wir hier reinkommen. Alles klar. Wir haben quasi einen Bereich. Oh. Okay. Ich muss mal eben. Mal ein bisschen was von der Kleinen sparen. Aber wir machen natürlich den richtigen Weg. Ich wollte nur mal gucken, ob es geht. Und es geht.
Aber selbstverständlich machen wir das richtig. Mit hier. Okay. So, hier sollen wir ganz offensichtlich hochspringen. Ah, wieder HP. Och komm, spiegelt mir doch einfach mal Munition. Nicht immer nur Essen. Glaubt das Spiel eigentlich, dass wir uns hier permanent auf die Nase geben lassen? Dass wir nach einem Gegner sofort die Hälfte an Lebensenergie wieder zurückgewinnen müssen? Das hat man davon, wenn man ein veraltetes Kraftwerk über seine Kapazität hinaus beansprucht. Kein Wunder, dass ihr ständig Stromausfälle habt. Ich kann den genauen Fehler im Augenblick nicht ausmachen. Ich werde mir jede verdammte Schalltafel einzeln ansehen müssen, falls das Problem nicht dort liegt. Könnte es die Erdkabel sein. Und da ich keine Möglichkeit habe, ihre genaue Lage zu bestimmen, könnte das eine Weile dauern. Gary aus der Elektrik. Hätten die doch nur etwas, womit man die Kabel sehen kann. Denen fehlt es genauso an Scharfsinn wie dir an Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du was? Ich gebe mich jetzt nicht mehr damit ab. Kümmere dich selbst drum. Achso, ja, ist ja auch gut. It has power. Das ist offensichtlich. No power. I should look into the wiring. Oh. Oh. Guess not. It's a metal plate attached to the wall. Oh, Flintenmunition, danke. Guck mal. Alles klar. So, blau ist dafür, rot und rot. Ein roter ist hier. Das ist dieser hier. Aber ich habe nichts, womit ich das aufmachen kann. Also ich komme halt wieder raus, das ist nicht das Problem, aber ich meine, dass ich da drüber springe, kann nicht richtig gewesen sein. Beziehungsweise war es auch nicht, weil wir sind ja erst den Weg zurückgelaufen und dann in die andere Richtung, dann kamen uns Gegner entgegen. Wir können mit unserer Scherbe erkennen, ne, wir haben ja hier auch Glas, das heißt wieder, nutzt den Spiegel, wofür was ist. Aber wir haben nichts, womit wir das im Endeffekt bedienen können. Ah, gucke mal. Ich glaube, das Spiel sagt mir gerade, ich soll da lang gehen. Au. Ja, da oben ist auf jeden Fall was. Wahrscheinlich sind das wieder irgendwelche Pillen. Das heißt, ich muss sie haben. Ja, so geht's auch. Na komm schon. Sag mal. Ach so, dann so. HP ist okay und eine Signalpatrone? I'll come back for this if I need it. Offensichtlich, aber sieht so anders aus irgendwie. Ah, okay. Wir können dort scheinbar noch nichts machen. Stromraum, wahrscheinlich kommen wir da hin. Okay, also war es eigentlich gar nicht so sehr ausnutzen. Nur wie komme ich denn jetzt hier runter?
So. Hätte ich mich jetzt auch da hinten rüberbacken können. Aber ey, komm, ich meine, darüber ausnutzen der Spielmechaniken können. Aber wir machen das natürlich nicht, weil wir ordentliche Spieler sind. Komische Geräusche. Ja, und wir kommen jetzt zum östlichen Bereich. Juhu. Östliche Eisenbahn. Es wird auf einmal sehr ruhig. Ja. Kommt jetzt wieder die Schattenwesen. Verbarrikadierter Tunnel. Ich glaube, es ist auch gut, dass der verbarrikadiert ist. Sehr gut. Ich guck mal eben, ob ich hier. Nein, die sind hier nicht. Sind alle etwas weiter weg. Also hier habe ich offensichtlich keine Pillen, die ich aufsammeln kann. Die sind wohl alle in der Fabrik. Sehr viele Einbahnstraßen und Stoppschilder. Natürlich wieder Batterien. Ein HP, ja gut. Gross. Ekelhaft. Ja, aber es bringt ja ein HP. Das war der, der dir gefehlt hat. Mann, wir haben wenig Munition. Ja, ich glaube, wir sollen dahin, ne? Bleib aus dem Tunnel raus. Du solltest definitiv in den Tunnel gehen. Und gab es noch Stellen, wo du dich mal erschrocken hast oder eher nicht so? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, doch erschrocken kann wo immer mal sein, wenn irgendwo so das Vieh plötzlich hinter einem spawnt, irgendwie solche Geschichten. Oh. Oh. So dekorieren manche Leute scheinbar ihren Eingangsbereich. Ich glaube, diese ganzen Barrikaden werden gleich nicht mehr da sein. Wir werden hier sowas von rausrennen müssen. Finde einen Weg, den Stier zu bezwingen. Was? Wow, 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 wow. Ja, ne, ist klar. Weißt du, zuerst so ein Geist, dann... Wow! Dann ein Schatten und jetzt kriegen wir einfach so ein Vieh.
Finde einen Weg, den Stier zu bezwingen. Womit soll ich den denn bitte bezwingen? Einfach mal in die Nase schießen, kämpfen, nicht wegrennen. ja, aber ja, ne? Blöder Stier. Kann ich den looten? Vor allem, da höre ich noch einen Herzschlag. Der ist nicht besiegt. Der war einfach nur gestunt. Gut. Wir gehen nochmal hier rein und gucken, ob wir da irgendwas Schönes kriegen. Aber ich habe ja gesagt, hiervon wird nicht mehr viel stehen bleiben.